18 Siege konnte der TSV Sasel in dieser Saison bereits einfahren, der Tabellenführer kaum zu stoppen. Ein Stolperstein könnte der USC Paloma werden. Der Tabellenfünfte verlor zwar zuletzt gegen Aufsteiger Haxheide, dennoch sind Danny Zankel und sein Team gewarnt. Die Gäste in Rot mit diesem langen Ball für Marc-Oliver Timm. Erste Gelegenheit. Aber seine Stärken liegen im Defensivbereich. Sein letzter Treffer auf den Tag ein halbes Jahr her. Nun der USC, Wallner. Niemann! Verpasst in der Mitte. Und das ist super eng. Dem Kapitän fehlen Zentimeter hier zur Führung. Spätestens jetzt ist der TSV Sasel gewarnt. Langer Ball auf Nrezai. Enrik Nrezai. Torwart noch dazwischen. Nachschusschance. Auch die hat Tor Arne Höfs, der bereits 9-0 gespielt hat in dieser Saison. Ecke Toxis. Ella Brock. Und Lucht. Das ist die Führung für den TSV Sasel. 20. Minute. Benny Lucht zeigt sein goldenes Näschen, steht absolut richtig bei diesem Eckball. Ella Brock bringt ihn rein und dann prallt er ihm direkt vor die Füße. Und schon ist sie vorbei, die Hoffnung auf die 10. weiße Weste. Der TSV hat jetzt Blut geleckt. Nächster langer Ball für Gerken. Bleibt an Höfs hängen. Jean-Lukas Gerken hat Bewegungswissenschaften studiert, findet hier aber nicht die richtige Bewegung, um den Torwart zu überwinden. Die zweite Hälfte. USC-Coach Nitsch bringt Wolas und Locke. Sein erster Ballkontakt bringt sofort Gefahr, scheint aber auch den TSV Sasel zu wecken. Blumauer. Kopfball total vergeigt. Die Chance für Nrezai. Der Stürmer hat sich bei dieser Top-Gelegenheit wehgetan, kann nicht weiterspielen. Für ihn kommt Jeske in die Partie. Kurz darauf Eckball für Sasel und Jeske! Das gibt's ja nicht! Macht das 0:2! 65. Minute! Sein 11. Saisontreffer und was für einer! Ohne Sicht auf das Tor, den Ball rückwärts reingeköpft. Das ist sehenswert. Und höchst beeindruckend vom Mann, der nur 1,75 groß ist. Paloma auf der Suche nach der Antwort. Der Ball kommt durch für Wolas. Tom Wolas hat die Doppelmöglichkeit. Sie haben ihre Chancen, können sie heute aber einfach nicht nutzen. Der USC nochmal im Spielaufbau. Höchst fataler Fehler. Jeske hat das Auge für Demirovic. 0:3, das ist die Entscheidung. 83. Minute. Semir Demirovic weiß sofort, bei wem er sich zu bedanken hat. Denn Tim Jeske ist geistesgegenwärtig bei diesem Riesenfauxpas von Höfs. Legt den Ball dann noch rüber und Demirovic bedankt sich mit seinem 3. Saisontreffer. Es ist ein Tag zum Vergessen für Tor Arne Höfs. Zu seinem Glück ist die Partie kurz danach vorbei. Der TSV Sasel gewinnt, verdient mit 0:3 beim USC Paloma. Jetzt die Stimmen zum Spiel bei Mika Palowski. Wie gesagt, das sind halt so kleine Nuancen, die so ein Tauschspiel entscheiden. Wir hauen die Bälle 2-3 Mal gegen Pfosten. Sasel macht 2 Ecken, 2 Tore. Wie gesagt, aber ich muss sagen, wir haben es echt gut gemacht gegen den Ball. Mit dem Ball haben wir schon mal bessere Spiele gemacht, aber das wussten wir, dass es heute schwer wird. Aber gegen den Ball war es echt top. Wir wollten mutig agieren, das haben wir gemacht. Sasel hat wenig Fußball gespielt, finde ich, für ihre Verhältnisse. Aber am Ende stehen sie zurecht da oben und spielen halt einen super Ball und sind eiskalt vor dem Tor. Wir gucken auf die Tabelle, keine Frage. Wir wollen ja auch, haben es auch vor der Saison auch vorgenommen, relativ lange und am besten bis zum Ende irgendwie im oberen Drittel so mitzuspielen, dass wir in Reichweite sind, weil die letzten Jahre hat Dassendorf halt immer einen Sprint eingelegt und da war für viele oder für alle Mannschaften in Hamburg eigentlich nichts zu holen.
Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir in den direkten Duellen da mitschwenken können und auch natürlich relativ dicht dran sind. Dass wir jetzt gerade den Platz innehaben, das sieht man ja in der Tabelle auch, das ist durch Spielausfälle und so weiter auch alles ein bisschen verrückt. Deswegen, wir müssen unsere Hausaufgaben gerade machen und da ist Dassendorf und so kein Thema. Wir haben jetzt nächste Woche Niendorf und da liegt der Fokus drauf. Mit dem Fokus auf sich selbst scheint der TSV Sasel gut zu fahren. Sie haben die 60-Punkte-Marke geknackt und sind weiterhin Tabellenführer.